Super Baby 2 ist nun seit ein paar Tagen raus und ich hatte endlich Zeit, ein wenig mit diesem Charakter zu spielen. Im Hintergrund werdet ihr ein paar Gameplays sehen, aber nicht von meinem Hauptaccount, denn ich hatte auch diesen Serverproblem, den viele hatten, sondern von einem komplett neuen PSN-Account. Deswegen ist es ein bisschen geringer im Rang, aber das war auch ganz gut, weil ich 2 Monate gut kein Dragon Ball FighterZ gespielt habe bis jetzt. Und um reinzukommen, war es definitiv gut, zusätzlich auch mit einem komplett neuen Charakter. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dragon Ball FighterZ Video und heute dreht es sich um Super Baby 2. Wie erwähnt, im Hintergrund ein bisschen Gameplay von mir, ich komme gerade wieder rein, ich weiß, es ist nicht unbedingt das Beste, aber es war sehr gut, um auch so ein bisschen zu sehen, was kann dieser Charakter eigentlich. Denn gerade geht auch schon die Diskussion los, ist Super Baby 2 Top Tier, ist er mit der beste DLC-Charakter, ist er viel zu stark und so weiter und so fort. Und ich kann euch persönlich von meiner Erfahrung bis jetzt mit diesem Charakter in meinen Kämpfen, auch mit relativ guten Gegnern, die ich schon gehabt habe, nur sagen, ja, Super Baby 2 ist ein guter Charakter. Es ist nicht unbedingt ein guter Charakter für komplette Neueinsteiger, aber auch für Anfänger durchaus geeignet. Und nein, ich sehe ihn nicht als Top Tier. Was nicht bedeutet, dass ich ihn nicht als extrem guten DLC-Charakter sehe. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Super Baby 2 ist meiner Meinung nach nicht unbedingt für komplette Anfänger geeignet, weil er ein bisschen anders ist. Er hatte nicht viele Tools, die ihn dazu bringen, den Gegner zu öffnen, das heißt Mix-Up-Tools. Dafür hat er aber sehr, sehr starke Neutral-Tools, gerade seine Key-Blasts, die zurückkommen, die auch ihm die besten Kombos meiner Meinung nach bis jetzt in Dragon Ball FighterZ geben. Er kann solo unglaubwürdig viel machen, verschiedene Eck-Combo-Loops und auch wenn man seine ganzen Keyblasts, sein komplettes Repertoire zu nutzen weiß, kann man auch dem Gegner sehr, sehr unter Druck setzen. Die Herausforderung ist aber, dass viel von diesem Druck nicht echt ist. Das heißt, ein bisschen versierte Spieler, Spieler, die ein bisschen Erfahrung haben, werden das Ganze relativ gut reflekten oder dem ausweichen können. Und Super Baby 2 kommt dann in die Problematik, dass er ohne Assists den Gegner relativ schlecht öffnen kann. Deswegen sehe ich ihn nicht als Top-Tier. Aber von seinem Schaden, seinem Meta-Gain, also wie viel Meta er aufbaut durch seine Kombos und durch seine allgemeinen Kombos, finde ich ihn extrem cool. Und ich hoffe, dass die zukünftigen Charaktere von Dragon Ball FighterZ so ein bisschen in diese Richtung gehen. Eigenständige, komplett andere Charaktere rauszubringen, die eine Daseinberechtigung natürlich haben, aber sich eben komplett anders spielen als die, die bis jetzt rausgekommen sind. Und das ist das, was mir an Super Baby 2 so gut gefällt. Sein Keyblast-Spiel ist sein Kernpunkt. Bedeutet, diese Keyblasts im richtigen Augenblick zu nutzen, gibt euch sowohl die Möglichkeit, richtig gute Kombos zu machen, wie auch Kombo-Verlängerung ohne Assists, wie den Gegner unter Druck zu setzen oder einfach richtig cool dabei auszusehen. Auf der anderen Seite sind seine anderen Tools eher so okay. Er hat einen coolen Grab in der Luft, er hat seine Dive-Punch, nenne ich ihn einfach mal, der aber nicht Overhead, also von oben trifft, sondern ganz normal geblockt werden kann. Dann hat er auch natürlich noch die Assist-Übernahme. Und das ist eine sehr, sehr coole Mechanik, die auch zu Super Baby 2 passt. Wenn ihr zweimal nach unten Viereck, Dreieck oder Kreis jeweils drückt, werdet ihr die verschiedenen Assists von dem letzten getöteten Gegner übernehmen können. Also sowohl A, B oder C Assist. Und diese Mechanik ist sehr cool, aber gerade für Kombos kann man sie gut nutzen, gerade die C-Assists. Wenn ihr sie einfach so aktiviert, seid ihr aber offen, bedeutet ihr solltet euch selbst mit einem Assist dabei irgendwie abdecken. Und Super Baby 2 bringt so verschiedene Nuancen in den Spiel, die man bis jetzt nicht hatte. Ich finde ihn deswegen sehr, sehr interessant, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob er jetzt bei mir im Team bleiben wird. Von dem, was ich bis jetzt gespielt habe, weiß ich, ich muss mehr mit ihm üben. Denn eine ganz große Besonderheit von ihm ist, dass er sehr viele verschiedene Kombo-Routen hat, aber diese auch sehr charakterspezifisch sind. Falls ihr es nicht wisst, in Dragon Ball FighterZ gibt es unterschiedliche Charaktergrößen, nenne ich das einfach mal. Es gibt Charaktere, die gehören zu den großen Charakteren, sowas wie Cooler oder Broly. Und dann gibt es Charaktere, die gehören zu den normalen Charakteren. Das ist normalerweise so der Goku-Charakter. Und dann gibt es die kleinen Charaktere, sowas wie Teen Gohan, Krillin oder Kid Goku GT. Je nachdem, was für einen Gegner ihr gerade habt, gibt es Kombo-Routen, die funktionieren und Kombo-Routen, die nicht funktionieren. Entweder weil der Gegner zu klein ist und die Hitbox deswegen kleiner ist oder weil der Gegner zu groß ist und ihr irgendwie das nicht so richtig trefft, wie es mit einer anderen Größe geht. Und das macht Super Baby 2 zu einem sehr trainingsintensiven Charakter und auch ein Charakter, wo ihr eure Gegner sehr gut kennen könnt, um zu wissen, was kann ich wann tun und was wird funktionieren in dieser Situation und was nicht. Zudem sind seine Assists relativ gut, sein A-Assist ist super schnell, kommt wieder, erinnert mich so ein bisschen an den Janemba A-Assist. Sein B-Assist wird aktuell als eigentlicher C-Assist irgendwie benannt, hat ein bisschen Startup-Time, das heißt, nachdem ihr drückt, bis es auftaucht, dauert es eine kleine Weile, mehr als normalerweise bei Assists, ist dafür aber wirklich gut, um Combo zu verlängern oder auch den Gegner im Blockstand zu halten und er hat den üblichen C-Assist.
Seine Level 1 ist okay, nichts Besonderes, also Full Power Energy Wave oder Final Flash 2, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Seine Level 3 Revenge Death Ball ist auch nur okay. Und seine andere Level 3, also wo er zum großen Affen wird, zum Osaru, die ist einer der stärksten Level 3 in dem Spiel. Aber die ist auch sehr schwer zu treffen. Das ist nämlich eine Attacke, die eine sehr geringe Reichweite hat und ihr müsst halt schon in der Nähe des Gegners sein, um sie zu aktivieren. Und das ist auch eines der kleinen Nachteile von Super Baby 2. Er hat eigentlich nicht viele Tools, um den Gegner mit einem Sliding Knockdown in den Boden zu befördern. Sliding Knockdown benötigt ihr ja, damit ihr irgendwie Level 1 zum Beispiel dahinterher machen könnt und der Gegner weiterhin getroffen wird. Und er hat zwar mit einer Runden und Kreis also, oder auch Unter und Light einen Dive Kick, den er aber nicht in jeder Kombo nutzen kann. Und ansonsten sind die Attacken, die er hat, eher so Soft Knockdowns, wo der Gegner danach schnell recovern kann und ihr nicht unbedingt eine Level 1 oder eine Level 3 dahinterher machen könnt. Und selbst nach seinem nach unten und Viereck seid ihr eigentlich zu weit weg danach, um die Level 3 zu machen. Das heißt, es müsst schon mit Kombo-spezifischen Sachen gemacht werden, damit ihr das machen könnt oder bestimmte Assists. Im Großen und Ganzen, mir gefällt der Charakter und er zeigt mir einfach nur, dass die Entwickler von Dragon Ball FighterZ wirklich einen guten Weg gefunden haben, neue Charaktere rauszubringen, die sich auch wirklich neu und anders anfühlen, was nicht bei jedem Charakter der Fall gewesen ist. Aber gerade Season 3 ist für mich wirklich die Season, die die Charaktere gebracht hat, die am außergewöhnlichsten sind. Auch wenn Kefla noch mit zu den einfachsten und gewöhnlichsten Charakteren von allen gehört. Und Kefla ist tatsächlich auch Season 3 die erste gewesen, kommt mir viel, viel länger hervor. Naja, hoffen wir mal, dass Super Saiyan 4 Gogeta ähnlichen Weg gehen wird, dass er ein bisschen außergewöhnlich sein wird, dass er definitiv Spaß macht. Ich rechne nicht vor April, Mai mit ihm, aber ihr könnt mir selbstverständlich gerne unten reinschreiben, was ihr von Super Baby 2 bis jetzt haltet und auch, wie er in euer Team passt oder nicht. Vielleicht am Ende noch dazu ein paar kleine Worte, wo ich ihn in dem Team grundsätzlich sehe. Viele von uns sind durch seine Assist-Mechanik davon ausgegangen, dass er ein Anker-Charakter wäre. Anker bedeutet der Letzte, der noch lebt, weil er eben die Assists des Gegners holen könnte. Ich muss sagen, ich sehe ihn aktuell eher entweder in der Point- oder in der Mid-Position. Warum? Er braucht Assists, um den Gegner gut aufmachen zu können und das schafft er eben nicht, wenn er ganz alleine ist, selbst mit den Assists, die er rausholen kann. In der Mid-Position macht er wirklich Sinn, weil er sehr gute Assists hat und zudem bekommt er ja einen Schadensboost auf seiner Level 3, sobald einer von eurem Team getötet worden ist. Ähnlich wie bei GT Goku, bedeutet, wenn ihr dann nur noch zwei Leute habt, dann wird Baby ein bisschen stärker und macht natürlich dann richtig Sinn. Points sehe ich ihn aber auch, weil mit zwei Assists hinter sich und vielleicht habt ihr den Gegner schon getötet, dann hat er sogar drei Assists zur Verfügung, kann er wirklich extrem guten Druck aufbauen und den Gegner wirklich in einige schwierige Situationen bringen. Ihr könnt mir aber gerne unten reinschreiben, was ihr davon haltet, beziehungsweise wo ihr ihn aktuell spielt. Ich habe mich am Ende dazu entschieden, ihn ein bisschen mehr in der Mid-Position auszutesten, aber ich gucke sowieso noch ein bisschen, was mein Team eigentlich in nächster Zeit sein soll. Also, wie gesagt, freue mich auf eure Kommentare und Meinungen. Ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine von meinen Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.